Okay, schauen wir uns an, wie wir das mit diesem Inhaltsverzeichnis machen. Hier oben klicke ich mal rein und an der Stelle schreibe ich mal Kapitel 1 und dann geht es da los und das wollen wir auch entsprechend formatieren. Das heißt, wir klicken hier drauf, fette Schrift, bisschen größer machen wir das Ganze und schon haben wir hier unser Kapitel bezeichnet. Jetzt gucken wir uns mal an, wie wir das hier oben definieren können. Zum einen haben wir hier nämlich den Stil und das ist der Stil, wie es aussehen soll. Da sagen wir hier mal neuen Stil und das ist eben unser Kapitel. So, und dann gibt es hier nochmal einen Textstil, auch der ist vorhanden und da können wir zum Beispiel sagen, das ist die Überschrift 1. Ja, dann klicken wir das hier an und die ist jetzt hier zentriert angegeben. Dann machen wir aber einen linksbündigen draus und ja, dann haben wir das hier quasi übernommen. Und da wir die Überschrift jetzt verändert haben, die hier oben war, ihr seht das Pluszeichen hier, müssen wir das auch entsprechend ja, übernehmen, sonst müssen wir jedes Mal hier oben die Formatierung ändern. Das machen wir, indem wir hier auf Textziele klicken und da finden wir irgendwo nämlich diese Überschrift 1 und da drücke ich mal die rechte Maustaste drauf und sage, bitte aus der Überschrift 1, die da oben ist, das aktualisieren, dass das nämlich ab sofort linksbündig ist. So, das war's schon. Jetzt können wir hier auf die nächste Seite gehen. So, und das Kapitel 2 beginnt jetzt hier an der Stelle. Da sagen wir jetzt, hier ist das Kapitel 2. Markieren das mit der Maus und übernehmen die Überschrift 1 und die Kapitelformatierung. Und dann haben wir das gleiche Aussehen hier. Super, das hat schon toll geklappt. Und an der Stelle wollen wir, dass die Seite umbricht. Das machen wir über Text, einfügen, Wechsel, Seitenwechsel. Denn das Kapitel soll hier oben stehen. So, jetzt werden wir es noch schön formatieren, dass es da oben auch beginnt. Tut es jetzt auch. Und ja, hier das Bild steht ein bisschen einsam da. Das können wir jetzt hier hingehen und da mal runterschieben in den Text. Da soll es hin. Und jetzt haben wir hier unser Kapitel 1 und da haben wir das Kapitel 2. Und so können wir es durch den ganzen Text malen. Und aus diesen Kapiteln können wir jetzt das Inhaltsverzeichnis wiederum erzeugen. Das machen wir jetzt im nächsten Teil.